der ist nicht perfekt. Und zwar, dass es eben nicht geladen werden kann. Eine wirklich schöne Sache, die bei mir nicht jedes Mal so funktioniert hat, wie sie soll, sind doch 17 cm Unterschied. Und das macht das Fahren unfassbar angenehm. Ich kann es nicht in Worte fassen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, heute geht es um den Skoda Enyaq. Und ja, dazu gibt es schon einige Reviews. Deshalb mache ich heute kein klassisches Review, sondern so wie ihr es von meinem Kanal gewohnt seid, habe ich den Skoda Enyaq im Alltag getestet. Und ich zeige euch, was mir aufgefallen ist, wo er besonders gut punktet und wo er vielleicht nicht ganz so gut performt. Ich habe den Skoda Enyaq jetzt 14 Tage, ganze 3000 Kilometer bewegt. Und wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß. Ja, kommen wir noch mal zum Platzangebot vorne im Skoda Enyaq. Das ist, denke ich mal, selbsterklärend, weil der Skoda Enyaq ist im Prinzip das ID.4 Pendant von Skoda. Wobei ich aber finde, er ist schöner gemacht, denn der Skoda Enyaq besitzt hier eine Mittelkonsole. Man mag es mögen oder nicht, ich finde es gar nicht so schlecht, weil es das Ganze ein bisschen aufgeräumter gestaltet und Platzangebot ist hier jede Menge vorhanden. Ich habe den Fahrersitz jetzt auf meine Größe eingestellt, ich bin 1,85 groß, habe relativ lange Beine für meine Größe und ja, den Beifahrersitz habe ich auch auf die Größe eingestellt und dann gucken wir mal, wie viel Platz hier hinten noch haben. Für Familien natürlich der Platz für die Kinder. Und ihr kennt schon, ich habe hier so eine Babyschale und dann gucken wir mal, wie viel Platz wir haben, um die Kinder effektiv anschnallen zu können, respektive ob wir die Sitze vorstellen müssen. Natürlich verfügen beide Seiten hinten auch über Isofix. Das haben jetzt meine Sitze nicht, weil es soll ja da draußen auch noch Eltern geben, die keinen Isofix haben. Und die wollen es natürlich auch wissen. So, die Babyschale ist drin. Hier vorne sind noch ungefähr 4 cm Platz. Also das passt schon mal ohne Probleme. Da kann man sogar mit dem Sitz noch ein bisschen nach hinten, weil der hier auch noch mal so eine Einbuchtung hat. Babyschale war ja nicht anders zu erwarten, dass die ohne Probleme reinpasst. Viel interessanter wird es allerdings bei so einem Standard-Kindersitz wie dem jetzt hier von Cybex. Und man sieht schon, der Kindersitz sitzt ganz normal drin. Ich könnte jetzt hier auch den Schonbezug drunter packen, weil ich habe hier hinten ganz normale Kopfstützen. So, und das Kind hat hier vorne auch bei 1,80 Meter noch genügend Platz. Der Sitz geht noch ein bisschen weiter. Der ist wirklich für erwachsene Menschen, würde ich sagen. Und die Beine können hier ohne Probleme runterhängen, ohne dass das Kind irgendwie, ich sag jetzt mal, sich eingeengt fühlt. Hier beim Enyaq haben wir jetzt auch wieder richtige Kopfstützen, an denen man zum Beispiel so einen Schonbezug für Kindersitze befestigen kann, damit die Kindersitze einen halt eben nicht die Ledersitze oder ähnliches kaputt machen. Ich habe euch das schon mal bei einigen anderen Autos gezeigt. Da sind es nur so angedeutete Stützen und das ist hier definitiv besser gelöst. Vor allen Dingen auch mit der Neigung des Sitzes sieht man, sitzt der Kindersitz hier super. Was ich viel interessanter finde, oder vielleicht ist es auch, weil ich halt eben eigentlich nicht so der SUV-Fan bin, ist die Einstiegshöhe, vor allen Dingen auch für Kinder und weil die hinteren Türen nicht ganz so weit aufgehen. Da schaut mal hier, meine Tochter, die ist 8 Jahre und die hat schon zu kämpfen, dass sie hier in dieses relativ hohe Auto reinkommt. Die Höhe ist weniger das Problem. Das größere Problem ist halt eben diesen breiten Schweller zu übersteigen, sowohl vorne als auch hinten. Das ist schon ordentlich hoch. Das ist natürlich rückenfreundlich für die Eltern, wenn sie die Kinder hinten anschnallen, aber für die Kinder selber oder für die Eltern, sagen wir es mal andersrum, man ist gut beraten, wenn man sich hier auf den Schweller so einen Lackschutz draufklebt, weil ich denke mal, die Kinder achten da nicht so drauf und es könnte sonst unschöne Kratzer geben. So, also hier hinten auch mit 1,85, wenn ich hinter mir selber sitze, seht ihr schon, ja, das ist okay. Ne? Also ich berühre den Vordersitz ein bisschen, aber es ist jetzt nichts. Also ich kann hier auch auf längere Reisen gehen, denn die Sitzauflage ist recht hoch. Man hat hier vorne auch nochmal so ein bisschen so eine Erweiterung der Sitzauflage und auch die Kopffreiheit, 2, 3 Finger oben. Also auch für Erwachsene, die hinten mitfahren, ist es durchaus komfortabel. Jetzt kommen wir aber zu den Alltagssachen. Ich als Familienvater habe 2 Kinder. Ich finde es sehr toll, dass der Enyaq hinten getönte Scheiben hat.
Und es gibt ihn auch mit Sonnenschutzrollos. Kennt man sicherlich schon von einigen Fahrzeugen. Ich finde es eine tolle Sache, denn gerade Kinder, gerade kleinere Kinder, wenn man hinten eine Babyschale drin hat oder so etwas, oder dann noch ein Kind im Kindersitz, die schlafen dann auf längeren Strecken. Und da finde ich das mit dem Sonnenschutzrollo doch eine feine Sache. Und das sind so eben diese kleinen Gimmicks, für die Skoda ja eigentlich bekannt ist. Und bevor wir zum Kofferraum kommen, schauen wir uns noch mal so ein paar andere Gimmicks an. Die Rolls-Royce-Fahrer unter euch werden es kennen. Zum Beispiel den Regenschirm in der Tür. Hat der Skoda Enyaq in beiden vorderen Türen, Fahrerseite, Beifahrerseite. Ich glaube, standardmäßig wird er nur auf der Fahrerseite mit ausgeliefert. Der kostet Aufpreis, aber da passt auch jeder andere kleine Mini-Regenschirm rein. Aber das Fach dafür, das ist da. Und noch etwas, ich zeige es euch mal im Dunkeln, hier diese ambiente Beleuchtung. Ich habe es euch ja in dem Video zum MG Marvel R gesagt, dass der so kleine Warnlichter hatte als Totwinkelassistent, wenn sich von hinten jemand nähert. Der Enyaq setzt da noch einen drauf und der hat quasi hier diese ambiente Beleuchtung. Und egal in welcher Farbe ihr sie einschaltet, wenn ihr die Tür öffnet, die Tür, egal ob vorne oder hinten, die Tür, die geöffnet wird, da wechselt die ambiente Beleuchtung auf Rot, sodass es ein klares Leuchtsignal ist für den rückwärtigen Verkehr. Da ist etwas offen, da ist eine Tür offen. Achtung, da solltet ihr vielleicht einen Bogen drum machen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ja, der Skoda hat so wie viele Skodas auch hinten in der Heckklappe noch einen Eiskratzer. Aber ganz im Ernst, wir reden über ein E-Auto. Wer braucht da noch einen Eiskratzer? So, dann kommen wir zum Kofferraum. Und ja, der Skoda Enyaq verfügt auch über eine elektrische Heckklappe mit Komfortöffnung. Eine wirklich schöne Sache, die bei mir nicht jedes Mal so funktioniert hat, wie sie soll. Schreibt sie mir aber gerne mal in die Kommentare, wenn ihr einen Enyaq habt. Funktioniert die bei euch tadellos oder, sucht mal vergebens den Punkt unten mit dem Fuß. Kommen wir zum Kofferraum. Im Zubehör gibt es solche, ich sag mal, Winkel mit Klett. Ich finde die mega gut, weil man kann sein Gepäck sozusagen vor Verrutschen sichern. Das ist eine ganz tolle Sache. Hier unten hat man auch nochmal Platz. Ja, und wie man es von Skoda gewohnt ist, die Tschechen sind ziemlich praktisch veranlagt. Finde ich sehr schön, dass man hier im Kofferraum auch solche Haken hat, wo man halt einfach seine Einkäufe anhängen kann, sodass die halt eben nicht rumfliegen im Kofferraum. Du hast hier direkt einen Griff. Schnellentriegelung für die Rücksitze zum Umlegen. Hier ist noch eine 12-Volt-Steckdose und wir haben hier die versenkbare Anhängerkupplung. Ja, warum die so benutzt aussieht, das seht ihr in einem anderen Video, das verlinke ich euch mal hier oben. Denn da haben wir an den Enyaq einfach mal das Maximum von einer Tonne rangehangen mit einem großen Imbisswagen. Also denkbar ungünstige Verhältnisse, Nässe, Schnee, ein riesen Imbisswagen von 3 Metern Höhe hinten dran. Und wenn euch interessiert, wie weit wir da gekommen sind und wie hoch der Verbrauch war und das Fahrverhalten, dann schaut euch unbedingt das andere Video an. Kann ich euch nur empfehlen. Hat eine Menge Spaß gemacht und am Steuer saß der Besitzer des Anhängers, jemand, der noch nie Elektro gefahren ist. Ich habe mal den Kofferraum des Enyaq mit seinen 585 Litern verglichen mit einem der Verkaufsschlager vom Skoda, und zwar mit dem Kodiaq. Und die Szenen zeige ich euch jetzt. So, kommen wir zum Kofferraum. Und ich habe mir hier mal ein vergleichbares Fahrzeug gesucht, und zwar ein Skoda Kodiaq, wie ihr seht. Denn der Enyaq ist dann doch gleich groß wie der Kodiaq. Und dann schauen wir mal, wie groß der Kofferraumunterschied ist. Denn es heißt ja immer, Elektroautos sind nicht alltagstauglich, nicht familientauglich und so weiter und so fort. Der Enyaq hat in diesem Fall das Transportpaket. Das bedeutet, unter dem doppelten Ladeboden hat er noch mal so einen Organizer. Wir schauen mal, wie tief er ist. 93 cm. Und wir lassen mal die Seitentaschen außen vor. Und er ist 99 cm breit. Dann gucken wir mal hier in den Kodiaq. Und ihr seht schon, der Kodiaq ist natürlich wesentlich höher. Also das ist wirklich ein klassischer SUV. Beim Enyaq finde ich immer, hat eher was von einem hochgebockten Kombi. Und hier der Kodiaq hat eine Tiefe von 1,10 Meter zu in den Seitenwangen 1 Meter. Das heißt also 93 zu 1,10 Meter. Das sind doch 17 cm Unterschied. Aber ich sollte ja mal schauen, was passt denn so alles in den Enyaq hinein? Ihr kennt es ja vom Marvel Air. Und das Zeug hole ich jetzt mal. Ihr kennt sie, meine großen Kamerataschen. Denn ein Nachteil am Enyaq ist ja wie beim ID.4, er hat keinen Frunk.
Und jetzt müssen wir mal gucken, was passt denn alles in den Kofferraum hinein. Und klar, für Familien zählt natürlich auch ein Kinderwagen dazu. Hier ist wieder der tolle Gimbal-Kasten. Und wir haben hier den Maxi-Cosi, den man für gewöhnlich ja dann nutzen wird, um das Kind gegebenenfalls auf der Rückbank mitzunehmen. Und wie ich es schon mal beim Marvel Air erwähnt habe, ich habe einen Kinderwagen, den kann man nicht ganz so kompakt zusammenklappen. Dafür geht er schnell zusammenzuklappen. Aber der passt hier längs rein. So, und ihr seht schon, jetzt ist alles eingeladen. Kofferraum ist gut voll. Hier vorne würde man noch einen kleinen Einkauf hinbekommen. Kannst mal gucken, das sind so 36 cm mal 40 cm. Ihr seht aber, hier oben ist zum Rollo noch ein bisschen Platz. Also oberhalb meiner Taschen haben wir noch mal gut 12 cm und oberhalb des Kinderwagens haben wir noch mal gut über 20 cm. Also hier passt noch einiges rein, da kann man locker noch mit einkaufen gehen. Ich finde, dieser Kofferraum geht durchaus klar für ein Elektrofahrzeug und macht so ein Elektrofahrzeug definitiv auch alltags- und familientauglich, auch wenn er vorne keinen Frunk hat. Wollen wir mal den Vergleich wagen zum Kodiaq. So, umgeladen seht ihr schon, der Kodiaq, wie wir es gerade gemessen haben, 17 cm tiefer. Das heißt, hier entsteht eine größere Lücke und hier vorne auch nochmal eine kleine Lücke. Ob man da wirklich was reinpacken will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber man sieht es schon, Rollo kriege ich auch noch zu, aber hier oben ist nicht wirklich viel Platz. Also hier sind vielleicht in der Mitte vom Kinderwagen sind es noch 10 cm. Also je nachdem, was ich transportiere, muss oder kann ein automatisch tieferer Kofferraum nicht unbedingt größer sein. Denn dadurch, dass der Kodiaq an sich größer, höher ist, aber man sieht es ungefähr im Vergleich, die Rollos sind ähnlich, auf ähnlichem Niveau und da ist im Kodiaq auch nicht viel mehr Platz drin, wenn ihr jetzt nicht große Sachen zu transportieren habt, die halt eben unbedingt diese Länge und Breite haben. So, und jetzt wird sich der ein oder andere von euch wahrscheinlich fragen, ja Moment mal, der Kodiaq ist mit über 800 Litern angegeben und der Enyaq mit 585 Litern Kofferraumvolumen. Wo sind denn die über 200 Liter Kofferraumvolumen hin? Na, das kann ich euch in dem speziellen Fall sagen, das ist ein Kodiaq RS zum einen. Der hat hier im doppelten Boden die Batterie, weil da vorne im Motorraum war kein Platz mehr dafür. Und zum anderen hat der noch eine dritte Sitzreihe. Die wiederum gibt es leider nicht für Geld und gute Worte beim Enyaq. Denn beim normalen Kodiaq hättet ihr hier einen doppelten Laderaum und dann würde es natürlich noch deutlich tiefer gehen und da verbergen sich dann zusätzliche 200 Liter. Kommen wir doch mal zum Frunk. Typische Elektroautos, kennt ihr es? Die haben meistens vorne einen Frunk, ist ein Kunstwort aus Front und Trunk, also Frontkofferraum. Typisch MEB-Baukasten, kennt ihr, gibt's nicht, leider noch nicht. Ich würde mir wünschen, dass da VW oder der VW-Konzern oder auch Skoda da auf jeden Fall nachbessern. Aber hier vorne gibt es noch eine andere Besonderheit, die ich euch ganz gerne zeigen wollte. Und zwar befindet sich hier eine Klimaanlage drinne, die auf CO2-Basis funktioniert, und zwar R744. Die funktioniert nicht mit dem Kältemittel 134, denn das ist das Kältemittel, was immer für die ganzen Fahrzeugbrände verantwortlich ist. Das ist ein Kältemittel, welches hochentzündlich ist und Elektroautofahrer unter euch wissen es, das ist eigentlich meistens so bei einem Frontalaufprall, auch bei Verbrennern, überhaupt erstmal die Zündquelle für einen Brand am Fahrzeug. Bei dem Skoda Enyaq, den ich hier habe, handelt es sich um eine First Edition. Und ich habe auch im Enyaq-Forum nachgelesen und liebe Enyaq-Fans, nein, das scheint keine von einem einzelnen Autohändler selbst zusammengebastelte Ausstattungslinie zu sein, sondern es scheint wirklich eine offizielle Ausstattungslinie zu sein, denn diesen Wagen habe ich von Skoda Deutschland bekommen. Das bedeutet, im Prinzip ist der volle Hütte, was fehlt, sind Panoramaschiebedach, Head-Up-Display, Crystal Face, mehr ist mir aktuell nicht aufgefallen. Wenn euch hier im Zuge des Videos noch was auffällt, was fehlt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Kommen wir doch aber mal zu der Bedienung und zur Software, zu den Features. Und da ist eine Sache, die stört mich echt. Ne? Das sind hier vorne diese zwei induktiven Ladeschalen fürs Handy. Ich habe jetzt mein Handy gerade reingelegt und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber gleich müsste, also erstmal dauert es ewig, bis da mal eine Rückmeldung kommt.
Jetzt wird, steht, das mobile Gerät wird geladen. Und ihr seht hier schon diese Meldung. Das mobile Gerät kann gerade nicht geladen werden. Bitte entfernen Sie die Gegenstände, alle anderen Gegenstände aus der Telefonablage. Erstmal kommt diese Meldung von 10-mal Telefon reinlegen, bestimmt 8-mal. Und dass das Telefon nicht geladen wird. Weiter. Diese Meldung verschwindet nicht, solange ihr sie nicht quittiert habt. Das heißt also, Navi oder was auch immer ihr da machen wollt, ihr müsst das Ding auf jeden Fall aktiv wegdrücken. Hier sind keine anderen Gegenstände drin. Jetzt habe ich mich mit anderen Skoda-Fahrern unterhalten, die mir mitgeteilt haben, dass das wohl ein Skoda-typisches Problem sei. Und dass Skoda auch bei den Verbrennern sehr schwer hinbekommt. Ich habe den Tipp bekommen, das liegt an deiner Hülle. Also lege ich jetzt doch mal mein iPhone so da rein. Und auch da haben wir meistens das gleiche Bild, und zwar, dass es eben nicht geladen werden kann. Es ist sehr schade, weil ich finde, du hast so ein super tolles Auto und dann hättest du da vorne lieber einen Blumenkasten drin, weil er dir mehr Sinn bringen würde als so eine induktive Ladeschale, an der man andauernd am Rumfingern ist, weil sie halt einfach nicht funktioniert. Kommen wir aber mal zu den positiven Sachen. Und positive Sachen sind zum Beispiel der Rückspiegel. Manche Leute sagen ja, oh, beim ID4, beim Enyaq, da hat man hinten so eine Schießscharte. Ich muss euch aber sagen, ein positiver Punkt an dem Fahrzeug ist wirklich, dass der Rückspiegel die Heckscheibe eigentlich komplett ausfüllt. Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr einmal die komplette Heckscheibe. Und was brauche ich noch mehr? Heckscheibe. Also, ich sehe alles. Das ist wirklich... Der Rückspiegel ist wirklich sehr schön, nahezu rahmenlos. Hätte ich mir für die Seitenspiegel auch gewünscht, aber die hat er wahrscheinlich vom ID4 geerbt. Finde ich nicht ganz so gelungen. Kommen wir zur Rückfahrkamera. Ihr seht schon, das Bild ist relativ verwaschen und relativ hell. Das liegt daran, dass ich hier über die Helligkeitseinstellung die Helligkeit voll hochgestellt habe und den Kontrast voll runter. Das habe ich gemacht, damit man nachts überhaupt was erkennt, weil ich zeige mal unter den Standardeinstellungen euch die Rückfahrkamera. Die ist ein bisschen dunkel, aber das ist ja wie gesagt ein Teststand jetzt. Der Enyaq soll ja noch ein Update bekommen, wo auch die Rückfahrkamera entsprechend angepasst wird. Insgesamt soll die Software an sich besser werden. Das hoffe ich auch, weil das Infotainment ist dann doch mal geplagt von Abstürzen oder es ist ein bisschen laggy. Das ist alles nicht so ganz schön. Wenn, dann muss man irgendwie 15 Sekunden den Finger hier drauf halten, das rebooten. Ich hatte es auch hier vorne im Cluster-Display, dass dort ich eine Art Bluescreen hatte. Keine Ahnung. Aber es trat sporadisch und auch nur so für 2 Sekunden auf. 2-mal hatte ich das auf 3000 Kilometern. Und dass man hier halt eben auch etwaige Fehlermeldungen hat in dem Fahrzeug. Also ich hoffe, bei der Software, da wird sich noch einiges tun. Und ich denke, das ist etwas, das bewerte ich eigentlich nicht so hart, weil das ist etwas, wo der Hersteller relativ leicht nachlegen kann. Gleiches gilt auch für die App, die hatte, ich höre immer die Leute meckern rum über die App, ich hatte an einem Tag einen Absturz, so dass ich nicht reinkam, dass ich den Wagen nicht vorklimatisieren konnte. Ansonsten hat es bei mir in 14 Tagen ohne Probleme immer super funktioniert. Ja, die Sprachbedienung, Infotainment, Navigation, alles super. Ich finde, das versteht einen auch alles klasse. Woran man sich gewöhnen muss, aber ich denke mal, wenn ihr schon Fahrzeuge aus dem VW-Konzern kennt, dann ist das weniger ein Problem. Ihr müsst immer zuerst den Ort und dann die Straße sagen, weil ihr könnt sagen, okay, Laura. Manchmal ist halt auch einfach nur taub. Okay, Laura. Navigiere zu Konrad-Zuse-Straße in Berlin. Es dauert. Wir haben hier nicht gerade den besten Internetempfang. Meinten Sie Konradsreuth? So, und da seht ihr schon, da ist dann die Südstraße in Konradsreuth oder die Ringstraße in Konradsreuth. Und das habe ich nicht gemeint. Und das ist etwas... Menschen, die Fahrzeuge aus dem VW-Konzern allgemein oder an den VW-Konzern angeschlossene Fahrzeuge
fahren, die haben sich wahrscheinlich schon daran gewöhnt, immer erst wie früher im Navi, erst den Ort zu nennen und dann die Straße. Aber so spricht kein Mensch. So redest du nicht. Und bei einem Sprachassistenten erwarte ich, dass er einen nativen Sprachfluss versteht. Okay, Laura, navigiere mich nach Berlin, Konrad-Zuse-Straße. Berlin, Adlershof, Konrad-Zuse-Straße. Funktioniert. Bitte nennen Sie die Hausnummer. Also das nur mal kurz als Demonstration. Das ist etwas, woran man sich sicherlich mit seinem eigenen Auto schnell gewöhnt, aber was mich anfangs ein bisschen genervt hat. Beim Navi, die Routenplanung funktioniert super. Okay, Laura, navigiere nach München. So, jetzt wird die Route berechnet und die gute Laura checkt natürlich. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Das nächste Zwischenziel liegt an einer durchfahrtsbeschränkten Straße. Die checkt natürlich, dass ich das nicht schaffen werde und zeigt mir verschiedene Ladepunkte an. Aktuell hält sich zumindest ein Gerücht. Ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich klar ist, aber der Enyaq soll wohl immer auf den Ladedaten oder auf Basis der Ladedaten des iV50 mit 50 kW planen. Das würde hier ein bisschen dazu passen, weil hier sagt er ja auch, 50 kW Lader soll ich laden. Bisher hat es bei mir eigentlich immer gepasst, dass er mir HPCs rausgesucht hat. Hier sagt er auch vorne, ich soll an einem HPC ran. Warum er sagt, dass ich dort 58 Minuten stehen soll, ist mir nicht ganz klar, denn der Wagen hat ja 11%. Also warum soll ich da so lange laden? Aber egal, für den, der sich nicht informieren möchte, funktioniert die Ladeplanung in dem bordeigenen Navi. Man wird nicht stranden, man wird immer irgendwie einen Ladepunkt finden. Für den, der ein bisschen interessierter ist, den empfehle ich Apps wie beispielsweise Pump. Die habe ich mir im Zuge mit dem Enyaq auch mal genauer angeguckt. Das Video verlinke ich euch mal hier, wenn es schon draußen ist. Ansonsten bleibt euch nichts anderes übrig, als den Kanal zu abonnieren. Denn ich bin mit Stefan einfach mal zu einem Spontantrip aufgebrochen. Und das haben wir einfach mal mit Pump gemacht. Finde ich eine sehr tolle App. Habe ich euch unten auch mal verlinkt. Was ich ja sehr schön finde, schreibt es mir gerne mal rein in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob es der iD4 und der iD3 auch haben. Aber ist die intelligente Rekuperation. Ihr habt ja hier einen B- und einen D-Gang. Das ist so, wenn ihr in D unterwegs seid, was ich eigentlich permanent bin, weil diese Art mit dem B-Gang ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich mag es, dass man hier nochmal so Reku-Pedals hat, wo man halt einfach nochmal die Rekuperation einstellen kann. Aber man kann halt eben auch die Rekuperation sozusagen auf Auto stellen. Und wenn man dann in D unterwegs ist und der Wagen erkennt vor euch ein langsamer fahrendes Fahrzeug oder sonst irgendetwas, dann segelt ihr immer dahin, auch nicht nur auf der Autobahn, auch innerorts. Wenn 50 ist und ihr fahrt 50, dann segelt ihr dahin. Wenn ihr natürlich 60 fahrt und ihr lasst das Gaspedal los, dann rekuperiert er ein bisschen. Solange bis ihr auf 50 seid, dann lässt er euch segeln. Und wenn vor euch ein langsameres Fahrzeug auftaucht oder irgendwo an der Ampel steht oder sowas, dann dreht er die Rekuperation hoch, sodass ihr runterkommt von der Geschwindigkeit. Finde ich eine super, super schöne Sache. Auch ohne Navigation, das funktioniert den ganzen Tag. Und das macht das Fahren unfassbar angenehm. Was, wenn wir dann gerade bei der Assistenz sind. Ich finde das schade, dass die Schildererkennung, alle Reviews, die ich gesehen habe, sagen, der hat eine extrem geringe Fehlerquote, was die Schilder betrifft. Ja, hat er. Wenn denn Schilder da sind, dann erkennt er sie auch. Ich habe es erst zweimal gehabt, da bin ich am 130er Schild vorbei. Und irgendwie, wahrscheinlich durch die Sonneneinstrahlung, hat er gedacht, das ist 180 und hat mir auch direkt aus einer Baustelle kommt, den Tempomat von 80 auf 180 hochgeschossen. Da erschrickt man erstmal, okay, sei es drum verziehen. Aber was, ich blende euch mal eine Szene ein, die ich aufgenommen habe, so an neuralgischen Punkten in Berlin auf der Stadtautobahn ist 80 erlaubt. Und so ohne jedes Schild, ohne jede Ankündigung, ohne irgendwelche Vorwarnung, sagt er, ich habe 60 erkannt und geht in die Eisen.
Und das ist, da habe ich nicht ganz verstanden, woran das liegt. Und von 80 auf 60, das macht noch Spaß. Aber von 120 auf 60, auf einer vollen Autobahn, da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen, aber das zählt wie gesagt zu Software. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall besser wird. Ich mache jetzt keinen Beschleunigungstest, aber der Enyaq ist jetzt mit seinen 204 PS in der iV80-Variante oder 180 PS in der iV60-Variante sicherlich kein Sportler und nicht dafür konzipiert, irgendwelche Sportwagen abzusägen. Braucht er auch gar nicht. Denn ich finde, er ist ein ganzheitliches Familienfahrzeug, was durchaus über eine sehr adäquate Beschleunigung verfügt. Und keine Angst, hier ist 30, deswegen fahre ich gerade so langsam. Aber er verfügt über eine sehr adäquate Beschleunigung, bei der man doch schon flott unterwegs sein kann. Das macht er auch alles super. Und ich finde, ich wehre mich gegen den Vorwurf, er sei untermotorisiert. Ich finde, das reicht völlig aus für das Fahrzeug. Was aber eine tolle Sache ist beim Enyaq, ist der Kick am Anfang. Und zwar, wenn ihr einfach nur normal Gas gebt. Das bedeutet, ich bin jetzt im Normalmodus. Die Fahrzeuge starten ja meistens immer im Normalmodus. So, und ich halte jetzt mal an. Jetzt ist Auto holt drin, ist aktiv. Und jetzt fahre ich mal ganz leicht an. Das geht ganz easy, ganz smooth. Das ist wirklich familientauglich. Ich habe sowohl ein ID4 als auch ein ID3 Probe gefahren. Die sind ein bisschen kerniger abgestimmt. Die zucken direkt am Anfang. Und wer schon mal eine schwangere Frau zu Hause hat, der weiß, dass die das nicht so lustig findet, auch wenn man eigentlich wirklich, wirklich zärtlich anfahren wollte. Ansonsten, die Kurvenlage ist beim Enyaq super. Er ist heckgetrieben, das macht ihn klasse. Der iV80 hat eine Mischbereifung, vorne 235er, hinten 255er. Und die gesamte Übersicht im Fahrzeug ist wirklich super. Also ich kann eigentlich überall hingucken. Ja, er hat eine sehr große C-Säule, aber ich muss sagen, als Ioniq-Fahrer vermisse ich wirklich nichts. Er ist nach vorne ein bisschen unübersichtlich und auch zu den Seiten. Es ist halt ein SUV, ne? Auch wenn er so nicht wirklich danach wirkt, weil er auch viel, viel flacher ist als beispielsweise sein Konzernbruder, der Kodiaq. Aber auch sonst ist er vom Komfort her echt klasse und auch von der Übersicht. Wem das nicht reicht, dem empfehle ich, holt euch das Paket mit der 360-Grad-Kamera. Da ist auch eine Frontkamera eingebaut. Aus meiner Sicht, was noch ein Must-Have ist, wirklich beim Enyaq, ist auf jeden Fall das Matrix-LED-Licht. Ich zeige euch mal so ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe, sowohl im Dunkeln als auch bei schlechtem Wetter. Die machen ihren Job super. Die maskieren entgegenkommenden Verkehr. Die maskieren vorausfahrende Fahrzeuge. Die maskieren auch Fußgänger und so weiter. Aber sie bieten euch halt permanent maximale Sicht und die sind auf jeden Fall aus meiner persönlichen Sicht ihr Geld definitiv wert. Der Enyaq verfügt über keine Nebelscheinwerfer, aber er hat hier so eine Schalter und zwar, das ist so Schlechtwetterlicht, nennt er das. Das wird, ist Bestandteil der Matrix-LEDs. Dann senken sich die Lichter so ein bisschen ab. Er leuchtet unten einfach direkt vorm Fahrzeug ein bisschen stärker aus und ich finde, die sind ein echt guter Ersatz für fehlende Nebelscheinwerfer. Kann ich nicht anders sagen. Muss man einfach mal so stehen lassen. Kommen wir zum Ladeanschluss. Ja, ich weiß, viele Leute sagen, der ideale Ladeanschluss ist an der Front eines Elektrofahrzeugs. Hier beim Enyaq ist er wie auch beim ID3 und ID4 hinten rechts. Soll dem Ganzen aber keinen Abbruch tun. Denn, ich sag mal so, ein Ladeanschluss vorn ist richtig bei einem kleineren Fahrzeug. Habe ich aber einen Ladepark, wie beispielsweise Ionity und Co. und ich hätte hier den Ladeanschluss vorn, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte mit dem Enyaq nicht rückwärts von der Ladestation zurücksetzen auf einen Rastplatz, wo die Leute auch gerne mal ohne zu gucken rumfahren oder Leute rumlaufen, geschweige denn Supermarktparkplätze. Da genieße ich es dann doch lieber, geschützt rückwärts in die Parklücke reinzufahren, um dann vorwärts rausfahren zu können. Der Ladeanschluss
bietet beim Enyaq standardmäßig 11 kW AC und DC beim iVy 60 bis zu 100 kW, wenn das Update demnächst durch ist, bis zu 135 kW. Bei dem hier, iVy 80, bietet er aktuell bis zu 125 kW und demnächst nach einem Update bis zu 175 kW. Das ergibt Ladeleistungen derzeit von noch knapp über 30 Minuten von 10% auf 80% und demnächst dann von knapp unter 30 Minuten von 10% auf 80%, womit ihr bei dem iVy 80 bei 2 Grad Außentemperatur von 100% auf 10% gut etwas über 220 Kilometer kommt, auf der Autobahn konstant 130 und von 80% auf 10% kommt ihr immer noch so knapp 195, 200 Kilometer. Ich finde, das kann sich verbrauchstechnisch sehen lassen für ein so großes Fahrzeug. Weiter soll es ein Update geben, weil die Winterreichweite ist stark begrenzt, wenn ihr viel Kurzstrecke fahrt. Denn der Wagen fängt an, zu jedem Fahrtbeginn den Akku vorzukonditionieren. Und das soll in Zukunft ein bisschen besser geregelt werden. Das soll dann auch so ein bisschen über die Navigation gemacht werden. Mein Testverbrauch über die 14 Tage war immer so bei 2 bis 3 Grad Außentemperatur, lag im Langzeitschnitt bei 20,5 Kilowattstunden. Das ist wohlgemerkt immer im Drittelmix. Das heißt also nur ein Drittel Stadt, ein Drittel Landstraße, ein Drittel Autobahn. Kann man natürlich nicht 100% so einhalten, aber ist dann doch so grob gesagt. Auf den Kurzstrecken, nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, gerade so die Strecken, die habe ich separat analysiert, sind es 25,5 Kilowattstunden im Schnitt gewesen. Das heißt also, ihr merkt ungefähr, was so Kurzstrecken und diese Akkukonditionierung ausmachen. Und das ist halt eben eine Sache, da, wie gesagt, da arbeitet aber Skoda dran. Aber wir müssen es halt eben erwähnen, denn zum Zeitpunkt des Tests ist es halt eben noch nicht behoben. Und wann genau das Update kommt, ist halt eben noch nicht ganz klar. Ein kleiner Tipp hier von meiner Seite nochmal. Für alle Leute, die ein MEB-Fahrzeug fahren, das heißt ID3, ID4, Audi e-tron, Q4, Skoda Enyaq und so weiter und so fort. Keine Angst, fahrt den Wagen auf unter 10% oder mindestens auf 10% und fangt ihn dann auf Langstrecke an zu laden. Dann bekommt ihr den idealen Ladehub. Das bedeutet, er geht wirklich in die maximale Ladekurve, hält die am längsten und dann seid ihr auch am schnellsten wieder weg. Und dann wirklich steckt bei 80% ab. Ab da macht es von der Ladegeschwindigkeit her einfach keinen Spaß mehr. Warum 10%? Nun ja, es ist eigentlich bei 90% der E-Autos so, dass wenn ihr die mit einem höheren Akkustand anschließt, dass sie dann nicht mehr ihre maximale Ladeleistung erreichen. Und gerade bei den MEB-Modellen fällt es sehr stark auf. Ich habe hier mal so ein paar Bilder eingeblendet. Ihr schließt ihn beispielsweise mit 20% an, dann erreicht er keine 125 kW, sondern nur 100 kW. Ihr schließt ihn mit 30% an, dann erreicht er nur noch so maximal 85 kW. Ihr schließt ihn mit 40% an, dann erreicht er meistens nur noch so 50 kW. Und wer die Ladekurve sich genau anschaut, ich habe hier mal die Ladekurve von Fastnet eingeblendet, der sieht, dass er normalerweise bei 40% SOC eine viel höhere Ladeleistung hat als 50 kW. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich ihn aber mit 40% anschließe und dann nur 50 kW in der Spitze bekomme, dass ich dann viel, viel länger brauche bis 80%. Und teilweise habe ich von 40% bis 80% genauso lange gebraucht wie von 10% bis 80%. Das heißt also, ein früherer Ladestopp, häufigere Ladestopps lohnen sich beim MEB nicht. Das Einzige, was ich ein bisschen verbessern muss, auch beim Skoda Enyaq, ist so ein bisschen dieser Panic-Mode. Und zwar ab 20% fängt er für meine Begriffe relativ an durchzudrehen und einen wahnsinnig zu machen mit dem, man soll doch den Wagen bald mal aufladen. Eventuell wird zusätzlich ein Ladestopp auf Ihrer Route eingeplant. Als geübter E-Autofahrer fahre ich so einen Wagen aber auch bis auf 1% runter. Das errate ich natürlich ungeübt nicht, aber ihr könnt ein Fahrzeug mit einem 80 Kilowattstunden Akku locker auf 10% runterfahren,
ohne irgendwelche Probleme zu haben. Fast am Ende und fast beim Fazit, aber vorher möchte ich euch nochmal auf die anderen Videos, die ich mit dem ENIAC gemacht habe, hinweisen. Nicht nur das mit dem Anhänger, sondern ich habe auch den iV 80 mit dem iV 60 verglichen. Wer kommt wie weit? Wie hoch ist der Autobahnverbrauch bei konstant 100, 130? Wer lädt schneller? Wer ist schneller sozusagen wieder weg? Wenn euch das interessiert, dann kann ich euch das Video nur hier oben empfehlen. Und habe mit dem ENIAC natürlich auch einen Roadtrip gemacht, einen spontanen. Große Ausbildung? Ja. 43 Sekunden. Ich habe jetzt 43 Sekunden Zeit, mich zu identifizieren. Aber irgendwie, auch das Video habe ich euch verlinkt. So. Ich habe mir mal hier so ein paar Punkte zusammengeschrieben. Ich finde es blödsinnig, ein Auto nach Punkten zu bewerten, sondern ich mache das einfach textlich. Und ich muss sagen, der ENIAC, der ist nicht perfekt. Der hat seine Macken. Ja, der hat eine unausgereifte Software. Das mit der Ladegeschwindigkeit ist für jemanden, der es nicht kennt, echt... kann echt eine nervige Sache sein. Ja, er ist im Inneren unübersichtlich. Und ja, die Kamera, die Heckkamera ist echt dunkel. Und da soll es ein Update geben und. Und ja, er hat keinen Frunk. Aber das, was er macht, das macht er gut und solide. Und er ist ein großes, ausgewachsenes, sehr komfortables und geräumiges Elektroauto für die gesamte Familie. Und das bewegt mich zu dem Fazit, dass ich, ihr, die... den Kanal lange genug kennen, wissen, dass ich ja immer noch meinen Hyundai Ioniq fahre, wirklich sage, das ist ein Auto, das könnte mein nächster sein. Der kommt wirklich in die engere Auswahl und ich bin schwer beeindruckt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Obwohl ich so viele Macken aufzähle, hat der ENIAC bei mir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich den Wagen als nächstes fahren könnte. Also dann, ihr seht, der Skoda ENIAC ist nicht einfach nur ein ID.4 mit einem Skoda-Logo drauf, sondern Skoda hat hier etwas Eigenes gesetzt, sei es beim Wendekreis, wo sie nochmal einen Meter weggenommen haben, von 10,30 Meter beim ID.4 auf 9,30 Meter, sei es im Kofferraum, wo einfach nochmal ein paar Liter dazugekommen sind, sei es vom Interieur, was einfach nochmal ein bisschen anders gestaltet ist, was durchaus hochwertiger wirkt und. Wir könnten hier noch eine halbe Stunde reden, aber ich finde, der Skoda ENIAC ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes Elektrofahrzeug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ihr, wie gesagt, keine anderen Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Und hier unten Glocke drücken, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ihr kennt das ganze Geseiere. Und schaut euch unbedingt auch die anderen ENIAC-Videos an. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich sage vielen Dank und bin raus für heute. Und das ist halt eigentlich so gar nicht meine Natur, ne? Aber wenn ich dann Auto-Reviews sehe und ich sehe, dass von hier hinten durchgefilmt wird und vorne Herr Bloch ganz großspurig erzählt, ja, da hast du vorne induktive Ladeschale und klopft sein Handy da rein. Und nachdem ich jetzt den ENIAC 2500 Kilometer gefahren bin, sehe ich da vorne diese Fehlermeldung und ich sehe, dass sein Handy nicht lädt. Dann erwähne es doch. Aber nein, keiner der Reviewer erwähnt es. Und ich habe es in 14 Tagen, und jetzt können die Kommentare wieder kommen, hier muss ich kein iPhone kaufen. Ich habe es auch mit Android-Handys probiert. Verschiedenster Couleur. Und ganz oft, mal geht's nicht. Du kannst es nicht festmachen, ob du es vorwärts, rückwärts reinmachst, mit Hülle, ohne Hülle, auf dem Kopf, über, hochkant oder sonst irgendetwas. Und wenn mir dann schon langjährige Skoda-Fahrer sagen, die bereits ihren dritten oder fünften Skoda haben, sagen, dass das wirklich ein Problem ist, dann muss man das in einem Review ansprechen, damit es irgendwann mal besser wird.